So, schauen wir mal, ob wir das unter einer Minute schaffen. Ich hoffe es, ich schaff's. Als allererstes brauchen wir das gute alte Gerät. Schauen wir mal, wo das ist. Wo ist grün? Da ist grün. Schauen, muss man gucken. Zurechtdrehen. Und ganz wichtig, die mittleren sind alle immer an der gleichen Stelle. Also die kann man nicht verdrehen. Man kann die äußeren allen verdrehen, aber nicht die mittleren. Das ist ganz wichtig. So, und jetzt muss ich mich schicken, weil ich sonst unter eine Minute reinkriegen, weil sonst wird es hier gar nichts. Den wieder zurück, den hoch. Jetzt haben wir blau, jetzt fehlt ein orange. Wo haben wir ihn? Da ist orange. Da hinten, zup. Wutter, da ist er. So, schauen wir mal. Was haben wir denn noch? Weiß, grün, bla bla bla. Braun, der rote. Der rote ist hier. Rot und rot, das heißt, wir müssen den rüberholen, zack, den blauen wieder zurück, rum und hoch. Jetzt haben wir das weiße Kreuz und schau, weiß, blau, weiß, orange, passt, passt, passt. So, jetzt brauchen wir die Ecken, müssen wir rüberholen. Nein, weg, ich brauche hier keinen erstmal, ich muss gucken. Grün und orange haben wir hier. Da ist orange, da ist grün, grün und orange. Den rüber, hoch, rum, runter. Das Eck passt schon mal. Jetzt haben wir orange und blau. Zack, zack, haben wir auch. Das reimt sich. Was haben wir hier? Grün und rot. Da haben wir grün, rot. Dann brauchen wir das Eck hier. Bam, bum. Da haben wir schon fast hier unten alle. Orange, na, sage ich orange. Blau und rot haben wir. So, der ist komplett falsch. Den müssen wir andersrum hinlegen. So, jetzt haben wir blau, rot. So, so. So, jetzt haben wir das und die sind alle richtig. Ich muss mich echt schicken. Hoch rüber rum. Auto geht auf. So. Das ist der Autotrick, das könnt ihr alles in YouTube alles nachschauen. Da habe ich es auch gelernt, kann man sagen. So, ich muss mich echt schicken. Ich glaube, ich bin schon drüber. Ich bin bei 2 Minuten. Ich muss echt schneller werden. Eieiei. Das wird gar nichts. Ich bin schon bei 2 Minuten. Egal, dann wird es halt 5 Minuten oder so. Mal gucken. So. So, dann kann ich ja den Trick verraten. So, als allererstes kommt es hoch. Nein. Der hier sollte hier rein. Das heißt dann weg vom Ziel, hoch das Ziel, zurück zum Ziel und runter. Das Auto fährt vor, der Kofferraum geht auf. Das Auto fährt zurück und der Kofferraum geht wieder zu. Und schon haben wir ihn hier drinne. Könnte ich es ja gescheit beibringen. Egal, auf jeden Fall ganz wichtig, erst weiß machen. Und dann die Ecken, damit die alle in richtiger Position sind. Jetzt haben wir hier grün und orange, der kommt hier rüber. Der sollte hier rein. Das heißt, weg vom Ziel, hoch das Ziel. Zurück zum Ziel, runter. Das Auto fährt vor, der Kofferraum geht auf. Das Auto fährt zurück, Kofferraum geht zu. So, jetzt haben wir den hier drin. Was haben wir denn noch? Der hier muss raus, der ist falsch. Das heißt, da können wir den gleichen Trick auch machen, um den rauszuholen. Dann tun wir halt den da rein. Den brauchen wir jetzt eh nicht. Genau. So, hoch. Warte mal, nur mal konzentrieren. Weg vom Ziel, hoch das Ziel, zurück zum Ziel, runter. Das Auto fährt vor, der Kofferraum geht auf und er fährt wieder zurück und es geht zurück. Der Kofferraum geht zurück, Moruk. So, jetzt haben wir hier grün und rot. Grün-rot, der muss hier rein. Also, weg vom Ziel, hoch das Ziel, zurück zum Ziel, runter. Das Auto fährt vor, Kofferraum geht auf. Das Auto fährt zurück, Kofferraum geht zu. Jetzt haben wir hier noch rot und blau. So, der muss hier rein. Weg vom Ziel, hoch das Ziel, zurück zum Ziel, runter. Das Auto, also hier die Scheinwerfer, fährt vor. Das bringt mich durcheinander. So, Kofferraum geht auf, zurück, runter. So, jetzt fast nur einen Fehler reingehauen. Heiligsblechler. So, jetzt haben wir die alle drin. Wenn ihr natürlich wissen wollt, wie es gescheit erklärt wird, wenn ich es zu kompliziert mache hier, dann mache ich halt im Fach nur mal eins. Aber da müsst ihr einen Kommentar schreiben, damit ich es auch weiß, sonst weiß ich es nicht. Ne? Jetzt geht es darum, hier das richtige Muster hinzukriegen. Und zwar, ich mache da immer
Ich muss echt gucken. Ich muss mich konzentrieren. Schon wieder eine Weile her. So, rüber, rum, zurück, runter, zurück, runter. Jetzt haben wir so eins. Ja, toll. Hat gebracht, fast gar nichts. Da haben wir so Dreieckler. Das gefällt mir jetzt. Zack, 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 zack. Oh, wir haben einen Strich. Schauen wir mal, wie es weitergeht. So, 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 so. Und jetzt kommt der Fisch. Nein, das Kreuz. Jetzt haben wir das Kreuz. Schau, das ist schon Kreuz. So, jetzt kommen wir nochmal das Gleiche. Aber vielleicht tun wir gleich mal der Blaue zum Blauen. Das probieren wir jetzt einfach. So, das nennt man Hamburger, glaube ich. Drehen, hoch, zurück, runter, zurück, runter. So, ich glaube, das haben wir schon mal gehabt, oder? Ich weiß nicht. Schauen wir halt mal. Das machen wir jetzt einfach mal ein paar Mal, bis wir auf ein gescheites Symbol kommen. So, drehen wir mal zu Orangen. Zack, bumm, zack, bam, bam, bam. Schau, den Strich haben wir mehr. Schau, aber jetzt schaut es anders aus irgendwie. Und mal halt schauen. Das kann man einfach mal ein bisschen probieren, bis wir zum Fisch kommen. Das ist der Fisch. So, und da wo ist Punkt? Der, also der könnte auch mal hier sein. Ist aber ganz egal. Der Punkt hier, hoch, dann fährt das Auto vor, dann noch runter, fährt das Auto nochmal ein Stückchen vor, dann kommen wir hoch. Schau mal, was passiert. Jetzt fahren wir das Auto ganz vor und tick-tack, da ist es gelb. Hier ist gelb, sieht man schon, oder? Ich hoffe, das sieht man. So, na, haben wir jetzt. Oh, da ist schon orange ganz voll, das gefällt mir auch gut. Blau, rot und grün. Die sind alle falsch. Der hier? Oh, der nicht. Da muss man jetzt gucken, dass einer passt, damit wir die Richtung haben. Grün, da ist orange, da ist blau. Oh, das wird jetzt lustig. Das kann doch jetzt sein, oder? Das kann jetzt sein. Was können wir jetzt da machen? Da muss man jetzt einfach so machen, wie man... Probieren wir einfach. So, rot passt auf jeden Fall. Ja, das ist gerade ein bisschen blöd, dass der da ist. Jetzt probieren wir es einfach. Luigi-Griff heißt der, glaube ich, oder? Links, runter, rechts, runter, rechts, runter, links, runter. Ja, genau. Den schauen wir jetzt einfach. Runter, links, runter, rechts, runter, rechts, runter, links. Jetzt verbinde ich das wieder und hier unten muss das Weiße wieder kommen. Haben wir immer rot, orange, blau, grün. Aha, aha, es hat sich was getan. Das heißt, also wir tun gerade die hier, tun wir gescheit einfügen, wo wir sehen können. Ja, jetzt haben wir hier, schau, eine passt und die anderen nicht. Der muss darüber, der muss darüber und der muss darüber. Wenn man den so hält, bleibt immer der an dieser Stelle. So, wenn wir jetzt einmal alles links rum müssen, dann müssen wir das gleiche noch einmal machen. Runter links, runter rechts, runter links, hoch und wieder zusammenfügen. Dann haben wir jetzt grün, rot, blau und orange. Die passen, das ist ganz wichtig. So, und ich schaue immer, dass das richtige Eck, so insofern mein gescheites hat, da oben ist. Dann müssen wir jetzt hoch. Die denken hoch. Hoch, rüber. Genau. Genau, so ist es. Hoch, rüber. Jetzt kommt das I. Dann braucht man ein L. Dann tut man es runter. Fährt man wieder rüber. Dann macht man vom L zum I. Und runter. Und wir haben es. Jupp, so ist es. Alles verstanden, oder? Gut. Und noch ganz, wenn man ganz cool sein will oder so. Falls man schon gelösten hat. Und man will irgendwie angeben oder keine Ahnung was. Nehmen wir einfach, ja, lass mal gelb oben. Komm. Linke Seite immer festhalten. Die wird nicht gedreht. Einmal, zweimal, links. 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 Einmal, zweimal. Links, einmal, zweimal, links, einmal, zweimal, links, einmal, zweimal, links, einmal, zweimal. Man kommt wieder daher.
Man kann sich dann merken, welcher Punkt, ne? Dann legt man es irgendwo hin und sagt, nur den macht man jetzt ganz kurz. Und schon ist er dann wieder fertig und alle denken, wow, so schnell, bla bla. Also, danke fürs Zuschauen und kommentiert.